Die Wogen um das Pro und Contra des Wolfes schlagen nach wie vor hoch. Die Wissenschaft bemüht sich, zwischen diesen Extremen zu vermitteln. Der Wolf ist keine vom Aussterben bedrohte Art. Es ist eine fantastische Tierart, ein Spitzenprädator mit einem faszinierenden Verhalten. In Deutschland leben zurzeit weit über 1500, ja, vermutlich sogar mit dem diesjährigen Nachwuchs um die 2000 Wölfe. Wir haben eine grenzüberschreitende Population von mehreren tausend Wölfen. Die Phrase von einem noch nicht erreichten Erhaltungszustand ist unhaltbar und wissenschaftlich einfach völlig falsch. Der Genaustausch erfolgt über eine Distanz bis zu 800 Kilometern. Wölfe sind zu einer ernsten Bedrohung für den Fortbestand der artgerechten Freilandhaltung von Weidetieren geworden. Was falsch beratene Artenschützer mit Freude sehen, treibt Europas Weidetierhalter auf die Barrikaden. Seit der Rückkehr des Wolfes und dessen unkontrollierter Vermehrung kommt es zu immer gravierender werdenden Schäden an Weidetieren. Die Weidetierhalter bangen um ihre Existenz, viele haben bereits aufgegeben. In einem eindringlichen Appell fordern sie nun die Gesellschaft auf, der verhängnisvollen Entwicklung Einhalt zu gebieten und das Überleben der Weidetierhaltung zu sichern. Wir haben hier einen landwirtschaftlichen Betrieb hier im Weserbergland mit absolutem Grünland. Und seit 40 Jahren betreiben wir hier eine Pferdezucht, Hannoveraner. Seitdem die Problematik mit dem Wolf vorhanden ist, hat man schon seine Bedenken. Denn unsere Grünlandflächen, die wolfssicher einzuzäunen, ist schier unmöglich. Vorher war es so, dass wir im Sommer oder auch im Frühjahr die trockenstehenden Kühe rausgelassen haben. Die hatten ihren Wellnessurlaub in der Weide, konnten dann irgendwo, haben wir darauf gewartet, dass sie vielleicht noch angefüttert wurden, gekalbt haben. Die Kälber konnten naturnah in den Weiden und außer nicht an der Kette oder so geboren werden. Und das war schon schön. Heute sind wir so weit, dass keine Kuh mehr draußen kalbt. Der Wolf gehört in seine Ecke, wir gehören in unsere Ecke. Und wir sind nicht bereit, irgendwo dafür so viel Geld auszugeben, dass wir jetzt alles nur für ihn machen können. Pferde geraten leicht in Panik durch Wolfsattacken. Sie brechen aus, laufen auf Straßen, auf Autobahnen. Mitten in der Nacht brachen in Neuhaus im niedersächsischen Solling 49 Junghengste von einer Weide aus. In Panik galoppierten sie über eine Bundesstraße, demolierten Autos und konnten selbst von mehreren Zäunen nicht aufgehalten werden. Mehrere Pferde schwer verletzt, Autos schwer beschädigt. Zwei Hengste sind nach wie vor nicht auffindbar. Dass keine Menschen zu Schaden kamen, ist reiner Zufall. Was hat die Pferde so in Panik versetzt? Viele behaupten, das kann nur ein Wolf gewesen sein. Das, was Weidehaltung oder auch die Schäfer kreieren, nämlich eine Landschaft, in der wir uns gerne aufhalten, beziehungsweise Lebensräume, die artenreich sind und die gleichzeitig bestimmte Funktionen haben, die weit über das, was die Weidehaltung angeht, hinausgeht, zum Beispiel, dass durch diesen großen Artenreichtum dieser Flächen, den Blühreichtum dieser Flächen, auch andere Lebewesen unterstützt werden, wie die Bestäuber, die unter anderem wichtig sind für die Bestäubung unserer Kulturpflanzen, sprich Obstbäume oder Ähnliches. Und ohne diese Lebensräume, diese Bestäuber auch nicht mehr in dieser Landschaft leben können oder vielleicht genügend Futter finden, um überleben zu können. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht in dem Sinne, wenn wir diesen Konflikt haben, Wildnis und Wolf, hier Artenschutz und hier Landschaftspflege oder artenreicher Lebensraum auf der anderen Seite, dass man den einen Part mehr unterstützt als den anderen Part, sondern dass man ganz klar hier auch
die Landwirte, die diese Weidetierhaltung betreiben und die vielleicht jetzt durch den Wolf gefährdet sind, dass man die entsprechend unterstützt oder ausgleicht, sprich nicht nur einen Teil der Unkosten übernimmt, wenn ein Wolfsschaden entsteht, sondern die Gesamtkosten übernimmt, auch vor allen Dingen zum Schutz vor den Wölfen. Wer sich als Naturliebhaber an blühenden Wiesen mit friedlich grasenden Tieren erfreut, sollte sich auch einmal generell über die immense Wichtigkeit von Grünland aufklären lassen, ohne dass eine intakte Symbiose von Natur und Umwelt nicht existieren kann. Die Ausbreitung der Wölfe in Deutschland nimmt ungehemmt dramatisch zu. Ihre Zahl stieg von noch 500 Exemplaren 2016 auf heute, 2021, über 2000 an. Wenn nicht rasch sinnvoll gehandelt wird, beträgt sie 2024 bereits 5500 Wölfe und 2029 sogar 25.600. Das sind Szenarien, die natürlich alle Alarmglocken klingen lassen und man sich dringend überlegen muss, wie bringe ich Konzepte des Schutzes und einer Begrenzung der Population in eine Waagerechte. Wir müssen eine Obergrenze für Deutschland haben, genau wie es in Finnland, Schweden und Norwegen ist. Finnland, bei der Quadratkilometerzahl genauso groß wie Deutschland, hat 200 Wölfe. Wir haben jetzt zurzeit ungefähr 2200, 2300 Wölfe. In 10 Jahren sind wir bei 30.000, wenn die Population so weitergeht. Und was das zu bedeuten hat für die Haustiere, für Menschen, für Weidetiere, das kann man sich jetzt schon ausrechnen. Am häufigsten von Wölfen gerissene Nutztiere sind nach wie vor Schafe. Erhöht die Netze, forderte man die Schafhalter auf und leistet Präventionszahlungen. Doch im gleichen Umfang, wie die Präventionszahlungen für immer höhere Netze steigen, erhöhen sich auf der anderen Seite die Schadenszahlungen, weil die Netzverbesserungen sich als wenig hilfreich erweisen und von Wölfen übersprungen werden. Zahlen verdeutlichen das Dilemma, in dem die Weidetierhaltung steckt. Die Netze, die wir jetzt hinter uns sehen und die wir im Film gesehen haben, die werden in mühevoller Arbeit von den Weidetierhaltern und Schäfern täglich auf- und abgebaut. Das muss jeden Tag von den Schafhaltern und Weidetierhaltern bewegt werden, wenn man mit einer Wanderschafherde unterwegs ist. Dafür wurden im Jahr 2020 insgesamt 9,5 Millionen Euro an Präventionszahlungen an die Weidetierhalter ausgeschüttet, über das Vierfache mehr als noch 2018 mit 2,2 Millionen Euro. Der kleine Verwandte vom Wolf, der Hund, überspringt das in Sekunden. Die Schadensausgleichszahlungen an die Betroffenen erhöhten sich von in 2018 418.246 Euro auf in 2020 800.294 Euro. Unbeeindruckt von derartigen Erhebungen breiten sich die Wölfe ungehindert weiter aus. Heute sind wir auf dem besten Wege wieder dahin, dass wir so viele kriegen, wie wir vielleicht mal wieder hatten. Von Wolfsschäden besonders betroffen sind die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Schafe werden am häufigsten von Wölfen getötet, 3.444 allein im Jahr 2020, gefolgt von Gehegewild 248, Rindern 153 und Ziegen 92. Aber auch 13 Pferde, 7 Alpaka und 2 Herdenschutzhunde fielen dem Wolf zum Opfer. Wurden im Jahr 2018 insgesamt 2067 Nutztiere vom Wolf getötet, waren es 2019 schon 2894 Nutztiere und im Jahr 2020 insgesamt 3959. Das entspricht in 2 Jahren einem Zuwachs von 92%. Allzu leicht wird vergessen, dass durch Wolfsübergriffe nicht nur Tiere betroffen sind, sondern auch deren Halter und Behüter, Menschen also, die ebenfalls leiden,
wenn auch nicht körperlich, so doch emotional. Ich bin jetzt in zweiter Generation Berufsschäfer, wie man sieht, hier am Deich in Cuxhaven. Ich habe dann letztes Jahr im Herbst tatsächlich oder im Winter die Entscheidung getroffen, ich gebe meinen Betrieb auf. Ich habe auf diese Wolfsrisse und das Ganze, was da dranhängt und drumhängt, einfach keine Lust mehr. Das kostet Kraft, Energie, sehr viel Geld, was wir alles einfach nicht mehr haben. Und ich sehe es nicht ein, für die Gesellschaft hier so viel Arbeit zu leisten, auch am Deich, und danach mit Füßen getreten zu werden. Und da habe ich für mich einfach die Entscheidung getroffen, der Wolf ist hier. Wir werden politisch in Berlin im Augenblick nicht viel regeln können. Das wird sehr stark blockiert. Da ist zu langsam alles, viel zu behäbig. Es müssen die Maßnahmen hätten schneller kommen müssen. Und da ist eben meine Entscheidung gekommen, dass ich gesagt habe, ich bin da raus. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad, was ein Mensch ertragen kann. Und das ist bei mir erreicht. Wir sind hier im Landkreis Lüneburg, im Ortsteil Mechtersen. In diesem Ort habe ich eine Schafweide und auf dieser Schafweide habe ich 2018 zwei Wolfsübergriffe erlebt. Bei diesen Übergriffen sind 28 Tiere durch Wölfe getötet worden. Beim ersten Übergriff haben hier auf dieser Fläche von 10 Hektar 100 Tiere gestanden und 21 Tiere sind dem Wolf zum Opfer gefallen. Dabei waren nur 3 Tiere sofort tot und der Rest der Tiere war so schwer verletzt, dass die von einem Tierarzt eingeschläfert werden mussten. Und das war morgens schon ein erschreckendes Bild, hierher zu kommen. Hier können Sie wunderbar sehen, was der Wolf heute Nacht angerichtet hat. Lauter verletzte Tiere, vom Wolf attackiert. Bei lebendigem Leibe angefressen. Wir sind im Hütebetrieb. Der Hütebetrieb heißt einfach, der Schäfer ist ohne Netz und doppelten Boden unterwegs. Und der Wolf hätte von allen Seiten Zugriff, auch unbemerkt, wie man es auch schön am Gelände sieht. Wenn hier der Wolf rumschleicht, hier siehst du nichts. Du weißt nicht, wo er ist, du weißt von nicht, wo er kommt. Du kannst auch nicht gucken. Ich hatte ihn ja nur schon drinnen und es war kein Spaß. Der Spaß verging mir, als er das zeigte, was man sagte, dass er nicht tut. Also ist der Schäfer anwesend, kommt er nicht, er lässt sich vertreiben. Nein, und es war nicht so, er ließ sich nicht vertreiben. Hier, guckt euch das an. 5 Meter von der Herde, zugeschlagen. Ah! Er war an der Herde dran, hat sich eins gepackt. Dieser ganze Angriff, also wo der Wolf dieses Schaf hatte, nagel mich keiner drauf fest, aber es war wirklich nur zwischen 15 und 30 Sekunden irgendwas dazwischen. Ich sag mal, wenn die ungehemmte Vermehrung so weiter voranschreitet, werden wir mit unserer Art der Bewirtschaftung nicht mehr weitermachen können. Wenn Sie wollen, dass junge Menschen eine Zukunft in der Weidetierhaltung haben, dann entscheiden Sie auch darüber mit, ob Sie den Wölfen bei der Arbeit zuschauen wollen oder den Weidetierhaltern und ihren Tieren. Ein Zusammenleben von Wölfen und Weidetieren kann in einer Kulturlandschaft nur gelingen, wenn wir die Regulierung der Wolfsbestände einleiten. Ansonsten wird es keine Weidetierhaltung mehr geben. Das darf man nicht vor sich herschieben, wie das Politiker gerne tun, Entscheidungen vor sich herschieben. Man muss jetzt handeln. Das ist ganz entscheidend und nicht die Geschichte aussitzen, bis das Kind im Brunnen liegt.